Herzlich willkommen zu meinem Vitality Pilates Programm. In diesem Workout werden wir viel federn. So, atme ein, steck die Arme nach oben ab, ausatmen, senk die Arme ab, einatmen und ausatmen. Und dann beginnen wir schon mit der Rotation. Atme ein und ausatmen, heb das rechte Knie nach oben an und drehe deine Wirbelsäule nach rechts. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und aus. Dreh die Wirbelsäule nach rechts. Zieh dein Standbein lang nach oben und versuch das Knie auf Hüfthöhe zu bringen. Ausatmen. Einatmen. Noch einmal nach rechts, noch einmal nach links. Zieh dich hoch, lass deine Wirbelsäule wachsen. Und noch einmal nach links. Und dann stell die Beine etwas weiter auseinander. Die Füße sind nach außen geöffnet. Atme ein, heb die Fersen nach oben an und ausatmen, beginne hier zu federn. Einatmen und strecken und wieder nach unten, aus. Einatmen und hoch und wieder nach unten, aus. Einatmen. Und dann ausatmen, die Arme federn mit. Ausatmen. Und federn. Einatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Letztes Mal einatmen und aus. Senk die Fersen ab, die Beine bleiben geöffnet, die Sitzknochen fallen senkrecht nach unten, deine Wirbelsäule ist aufgerichtet. Atme ein und ausatmen, dreh dich wieder nach rechts auf und federn. Aus, 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 aus. Einatmen und. Und aus. Und. Einatmen, lang ziehen und aus, 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 aus. Sehr gut, bring die Füße zusammen, circa hüftbreit geöffnet, parallel nach vorne ausgerichtet. Die Wirbelsäule ist lang gezogen und rollst Wirbel für Wirbel nach unten ab. Wir machen zunächst einmal den ganzen Bewegungsablauf, dann beugst du deine Beine, streckst die Arme nach vorne aus und ziehst die Ellbogen seitlich ran und auch hier wieder federn. Dann Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen und dann wieder von vorne beginnen. Und ausatmen, einatmen und aus. Aus, einatmen, strecken und federn. Wieder nach unten, abrollen, aus. Einatmen, lang ziehen und federn. Wieder nach unten, aus. Einatmen, Rücken gerade und federn. Federn. Und ein allerletztes Mal abrollen, ausatmen. Arme lang, einatmen und wieder nach oben aufrollen. Steck das rechte Bein nach außen, bring den rechten Arm nach oben und wir federn zur Seite. Einatmen und wenn du möchtest, nimm das Knie etwas nach oben oder lass deinen Fuß unten. Knie, ohne Knie, mit Knie und wieder lösen. Seite wechseln, dreh den Fuß ganz leicht nach außen, streck den Arm nach oben aus, atme ein und federn. Mit Knie. Und federn.
Und letztes Mal. Lang ziehen, Knie hoch. Und wieder zurück. Zum Abschluss wollen wir noch einmal unsere Venenpumpe aktivieren, also unsere Wadenmuskulatur. Wir haben im Grunde genommen zwei Herzen, hier oben und hier unten. Also man sagt ja, dass hier unten unser zweites Herz ist. Atme ein und atme aus. Komm nach oben und federn. Einatmen. Hoch. Und hoch. Und federn. Die Beine beugen als Alternative. Einatmen. Und trotzdem die Fersen bewegen, ja, dass die Venenpumpe hier wirklich aktiviert wird. Dann strecken, einatmen und aus. Schieb die Fersen in den Boden und wieder nach oben. Und zieh den Bauchnabel fest nach innen. Fersen tief, 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 tief. Und wieder hoch, letztes Mal. Und dann langsam die Fersen absenken, locker nach vorne über aushängen. Und dann komm wieder nach oben zum Stehen. Locker deine Beine aus. Und das war's auch schon, mein schnelles Programm für mehr Vitalität. Bis zum nächsten Mal.